Freunde, ihr wisst alle, was Sache ist, wenn samstags ein One-Football-Video rauskommt, es ist Zeit für FIFA-Talk. Genau. Und ich habe euch in den letzten Wochen eigentlich schon so ziemlich jedes Talent im Spiel vorgestellt, doch es gab eine Sache, nach der ihr immer wieder gefragt habt. Deutsche Talente, die nicht völlig überteuert sind. Klar, die allergrößten deutschen Talente sind wohl Leroy Sané, Niklas Süle, Julian Brandt und Konsorten. Doch die Jungs sind kaum zu verpflichten, wenn ihr nicht 200 Millionen Euro auf der hohen Kante habt. Also gucken wir nach anderen Talenten, die sich grandios entwickeln. Herzlich willkommen zu 6 Supertalente unter 2 Millionen Euro. Und Eamon Barcock. Geschmeidiger Titel, oder? Ja, und der Grund dafür ist eigentlich denkbar einfach. Wir haben 6 Talente für jeweils unter 2 Millionen Euro bekommen. Und Eamon Barcock, der vom Potenzial her hier einfach reingehört, sollte ein bisschen mehr kosten. Also haben wir halt ein bisschen mehr bezahlt. So, jetzt aber mal von vorne. Wir sind hier schon im Sommer 2018 jetzt. Und der Grund dafür ist, dass die richtig jungen deutschen Talente im ersten Transferfenster den Verein nicht verlassen dürfen. Und im zweiten Transferfenster wollen die Vereine die Spieler nicht abgeben. Deshalb also eine Saison simuliert, Sommer 2018, und plötzlich wird das Ganze erheblich einfacher. Wie beispielsweise bei Christian Früchtl. Wer auch immer dieser Bayern-Manager sein soll, ich hoffe inständig, dass das nicht Teil von Korkut ist, er akzeptiert 1,6 Millionen Euro plus 5% Weiterverkaufsklausel für den jungen Torwart. Früchtl hat mit 86 eines der höchsten Potenziale aller deutscher Torhüter im Spiel. Die Gehaltsverhandlung werde ich euch in diesem Video mal ersparen, denn ich habe wieder Man United genommen und wenn bei einem großen Verein ist, wollen die Spieler immer mehr Kohle als bei einem kleinen. Na dann jagen wir doch auch dem HSV mal die Zukunft ab. Jan-Fiete Arp ist eines der größten deutschen Talente derzeit und wir kriegen ihn für denselben Deal wie Christian Früchtl. 1,6 Millionen plus 5% Weiterverkaufsklausel. Gerade wenn ihr weniger Kohle habt, ist die Weiterverkaufsklausel eine gute Sache, um anderen Vereinen einen Deal schmackhaft zu machen. Ich versuche zwar niemals über 6-7% zu gehen, aber theoretisch könnt ihr das richtig hochschrauben, um euren Wunschspieler zu holen. Aber zurück zu Arp. Der Junge hat ein 85er Potenzial, wird ein unglaublich kompletter Stürmer und für 1,6 Millionen Euro ist das ein Pflichtkauf. Und weiter geht's mit einem Club, dem ihr wahrscheinlich alle ganz gerne mal die besten Talente klauen wollt. RB Leipzig. Und zwar mit deren zentralen offensiven Mittelfeldspieler Elias Aboutcheabaka. Ich hoffe, das habe ich richtig gesagt. Der junge Mann gilt als absolutes Ausnahmetalent ohne richtige Schwächen und hat ein Potenzial von 85. Und auch er, Überraschung, kostet 1,5 Millionen Euro plus 5% Weiterverkaufsklausel. Aber kleine Vorwarnung, gerade am Anfang ist seine Ausdauer wirklich nervig. Da ziehst du einen Sprint über den rechten Flügel an, guckst in die Mitte und Aboutcheabaka liegt im Mittelfeld in einem Sauerstoffzelt. Nach 2 Spielminuten. Über Itter gibt es gar nicht so viel zu sagen. Der Junge ist jung, Linksverteidiger, unglaublich talentiert und entgegen den anderen Talenten in diesem Video kriegt ihr den auch schon in der allerersten Transferphase. Checkt unser Video 7 Wunderkinder für unter 2 Millionen Euro für alle Infos über Itter. Wenn man Itter so wie ich erst nach einem Jahr verpflichten will, braucht man ein bisschen Glück. Er wird erstmal ganz häufig verkauft und außerdem mussten wir knapp 1 Million Euro mehr bezahlen, als wir es in der ersten Transferperiode machen müssten. 1,75 Millionen plus 4% Weiterverkaufsklausel. Zu Eamon Barcock könnte ich euch jetzt aus dem Stegreif einfach eine Stunde was erzählen. Schnell, dribbelstark, guter Schuss, im Mittelfeld flexibel einsetzbar, riesengroß und ein Potenzial von 84. Es gibt einen Grund, warum der Junge schon mit Arsenal in Verbindung gebracht worden ist. Er ist einfach mega gut und teuer. Der Junge hat uns am Ende 4,2 Millionen Euro gekostet, aber ich sag's euch, es ist halt Eamon Barcock und er ist Frankfurter. Da kann man auch mal ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Zurück nach Leipzig, zurück zu Stürmern, zurück zu Spielern unter 2 Millionen Euro. Darf ich vorstellen, Niklas Kühn. Nö. Nikolas Kühn. Heißt der Niklas oder Nikolas? Darf ich vorstellen, Nikolas Kühn. Kühn wurde in den letzten Jahren von vielen Top-Scouts in ganz Europa beobachtet und im Endeffekt haben alle dasselbe gesagt. Er trägt einen der besten Vornamen der Fußballwelt. Ja, viele sagen auch, er wäre ein technisch versierter Stürmer und körperlich sehr robust und habe das Potenzial, etwas ganz Besonderes zu werden, aber meistens das Ding mit dem Vornamen. Der FC Köln ist wieder da, das singen zumindest die Fans, aber so richtig sicher bin ich mir da noch nicht. Und gehen wir mal davon aus, dass sie absteigen, dann gibt es doch im Sommer 2018 sicherlich einige Spieler, die den Verein verlassen wollen. Und einer davon könnte Salih Özcan sein. Ein defensiver Mittelfeldspieler mit guter Ballkontrolle, tollen Pässen und einem ordentlichen Bums. Und auch den Jungen kriegt ihr wieder für 1,5 Millionen Euro. Mit 82er Potenzial hat er zwar am wenigsten in diesem Video, er macht aber wirklich Spaß zu spielen. So, und da ihr euch beim letzten Mal beschwert habt, wir würden euch niemals anzeigen, wem wir alles verpflichtet haben, hier kommt die Liste. So, Freunde, und jetzt seid ihr wieder gefragt. Worüber sollen wir im nächsten FIFA-Video sprechen? Gebt mir alle eure Vorschläge und eure Ideen hier unten in die Kommentare. Und außerdem kommt Flo hier gerade anmarschiert und hat mich aus dem Konzept gebracht.
wen ich vergessen habe in meiner Aufzählung und wen von den Jungs ihr auf jeden Fall holen werdet. Bis dahin, macht's gut. Und weil das Video so kurz ist, habe ich jetzt noch intime Fragen an Frauen an dich. Hast du schon mal etwas richtig Peinliches erlebt, dass du rot geworden bist? Steht das auf Unterlein?